Seid gegrüßt und willkommen zur 6. Episode meiner Yuppie Psycho Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. In der letzten Episode haben wir ja das Buch gefunden. Ich nehme es jetzt einfach. Herr Mumie, wenn Sie nichts dagegen haben, ich muss dieses Buch nehmen. Bitte wachen Sie nicht auf. Sie haben den Hexenhammer erhalten. Endlich. Ich kann dieses verdammte Buch zu Syntra bringen und dann von hier verschwinden. Hoffe ich. Wir durchsuchen noch mal ein bisschen hier, ob wir was zu essen finden. Sie haben 2 Batterien erhalten. Okay, da geht's gar nicht weiter. Dann machen wir uns auf den Weg zu Syntra. Und durchsuchen derweil noch die letzten... Achso, hier waren wir schon suchen. Die letzten Schränke. Nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Fragt sich, wie weit die hier als Einzelne sind. Okay... Und raus hier. Dupdi-dupdi-du. Guck, ob ich hier auch... Oh oh. Ich hab's geahnt. Ha, hallo? Ich kann dich nicht das Lieblingsbuch des alten Mannes nehmen lassen. Wow, was zum Horror? Ah, weg hier. Lauf. Raus hier. Das ist die Spinne. Alles zugesponnen. Die Tür ist von Spinnennetzen blockiert. Ich komme nicht raus. Muss ich wohl ausweichen? Aber wie? Was passiert, wenn sie mich berührt? Okay. Aber ich habe doch keinen Dolch. Das ist jetzt äußerst ärgerlich, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Oder kann ich wieder einen Bleistift benutzen? Geht nicht, natürlich. Aber ich könnte einen Schokoriegel essen. Juhu. Bevor wir hier ganz umkippen. Warte mal, vielleicht kann ich mir das zunutze machen, dass er... Also, dass der Spinnentyp hier... Typin... Okay, was war das? Was zur Hölle macht die Spinne? Oh, da sind Minen. Also eine zumindest. Okay, das war keine gute Idee. Das hat mich auch ziemlich... Ja, geht so. Das hat auch nicht geholfen. Dann weiß ich es auch nicht, ey. Was soll ich denn jetzt tun? Warte mal, ich habe doch das Buch, ne? Ansehen. Malleus Maleficarium, der Hexenhammer. Ein extrem altes Buch voller Informationen darüber, wie man Hexen finden und zerstören kann. Ja, wow. Ja, das wissen wir auch schon. Alter! Jetzt bin ich da reingelaufen. Sie sind gefeuert.
Ja, das kann man so sagen. Seele laden. Geheimzimmer in der Bibliothek. Ich muss gucken, dass ich geheilt bin. Bin ich ja. Ich habe eigentlich relativ viel zu essen. Ansehen. Stellt ein wenig Gesundheit. Fügen Sie 2 Scheiben Brot hinzu, um ein Sandwich zu machen. Wie geht denn das? Hä? Wie kann ich ihn? Ansehen, Essen zurück. Schade. Ich hoffe, ich habe genug Heilung. Was ist denn hier drin? Ach ja, hier hatte ich ja schon geguckt. Genau, Batterien. Ich habe dann 6 Batterien. Oder was sagt denn die Taschenlampe? 78, 6 Batterien. Passt. Okay, nehmen wir das Buch wieder. Bla. Ja, nehmen wir. Gut, jetzt kommt gleich. Ja, schön. Dann rennen wir mal wieder zurück. Und gucken, dass wir diese Minen auslösen, während die Spinne da irgendwie ist. Das wird wohl die einzige Möglichkeit sein, weil sonst sehe ich halt nicht, wie man da was machen kann. Wir sind ja überall hier rumgelaufen. Das muss so gehen. Wir müssen uns dann einfach heilen. Ha, hallo? Genau, ich kann nicht das Lieblingsbuch des alten Mannes nehmen lassen. So, komm her, Spinne. Die hat unten irgendwas gelegt. Da ist eine Mine. Oh, du bist aber. Alter, warum bist du so schnell? Ah, zu früh. Schade. Wie viel Leben hat das jetzt geklaut? Okay, recht viel, ne? Ich hoffe, wir überleben das. Die Mine kam immer wieder zurück, ne? Okay, ich habe wieder nur mir Schaden gemacht. Ich bin ein Held. Aber ich habe einen großen Vorsprung. Alter, ich bin zu doof dafür. Ich heile mich jetzt erstmal. Wow. Haben wir nicht mehr. Oh, das hat geklappt. Das Ding hat geschrien. Wir können es bluten lassen. Okay, gehen wir nochmal die Runde, ne? Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, wie viel hältst du noch aus? Du kannst sie nicht heilen. Du Monster. Ich würde es gern zusammenführen, aber das geht wahrscheinlich hier nicht, ne? Das geht nicht. Ja, essen wir es halt so. Ich hoffe, das reicht. Wow, die Spinne ist ziemlich nah. Ich hoffe, das reicht, wenn ich dich noch einmal. Fuck, das hat nicht gereicht. Ach Mann. Ja, ich esse jetzt einfach alles auf. Muss ja weg. Ey, ich hätte mir, glaube ich, auch Kaffee kochen können hier. Schade. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ich hab's geschafft. Alter. Ey, der Kampf war mal interessant für ein Spiel. Ich glaube, es ist weg. Ich hoffe, es ist weg. Gut, ja. Dann gehen wir mal. Wir müssen unbedingt in die Kantine, ey. Wow, was zum. Das sind echte Eulen? Oh. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ausweichen. Okay. Gut. Ja, das dachte ich mir auch gerade, Brian. Ey, bloß weg hier. Ich brauche die Taschenlampe gerade nicht. Ich lasse sie aus, damit ich die Batterien nicht verschwende. Gute Idee.
Hat er automatisch gemacht. Schön. Ey, auf in die Kantine. Die war zweite Etage. Nee, erste. Okay. Auf in die Kantine. Puh. So, wir. Oh, was ist denn hier los? Voll viele Leute. Ach so, ist leer. Natürlich. Nichts drin. Oh, Mikrowelle. Nee, wie konnte ich nochmal meinen Snack hier zubereiten? Ansehen. Kann mit Wasser in einer Mikrowelle zu heißen Nudeln kombiniert werden. Wo kriege ich denn jetzt Wasser her? Hier vielleicht? Sandwich-Stuhl. Oh, Kaffeemaschine. Ich habe nicht die Notwendigen. Ich brauche Wasser, ne? Habt ihr vielleicht Wasser, Leute? Das habe ich schon gelesen, ne? Ja. Aber hey, wer bist du denn? Du siehst ganz normal aus. Hallo, mein Name ist Pesternek. Frau Malone? Pesternek, weinen Sie normalerweise unter der Dusche? Was? Nicht wirklich, nein. Ich tue das ständig. Okay. Oh, nun, das tut mir leid. Mein Name ist Malone. Nett, Sie kennenzulernen. Leben Sie allein? Ich wohne bei meinen Eltern. Nun, das habe ich zumindest. Jetzt muss ich hier in der Hauptstadt eine Wohnung finden. Köstlich. Der Kaffee? Nein. Okay, also bis später. Komische Leute. Aber die einzig normale irgendwie. Es scheint, als würde er etwas essen, aber die Schüssel ist leer. Dieses Müsli verleiht einem Superkräfte. Naja, das hatte ich schon gelesen. Vielleicht ist sie ja die Hexe. Können wir uns hier eigentlich was holen? Eine Tasse Kaffee kostet 200 Credits. Ich habe nicht genug Geld. Wow. Es ist ein Getränkautomat. Eine Limonade kostet 150 Credits. Ich habe nicht genug Geld. Dies ist ein Süßigkeitenautomat. Ein Schokoriegel kostet 150 Credits. Ich habe nicht genug Geld. Was ist denn das hier eigentlich für ein Raum? Notausgang. Defekt. Schön. Was ist das hier? Es ist ein Altar, an dem man 5 Credits spenden kann, aber er ist kaputt. Den Mechanismus scheint man aber leicht reparieren zu können. Okay. Danke für die Information. Also müssen wir Wasser holen. Was steht hier nochmal? Genau, wie man die Sachen zubereitet. Ach so, Sandwich Toaster, ja, danke. Haben wir eigentlich hier schon alles durchsucht? Mülleimer. Leer. Wie auch sonst. Okay, gehen wir in unser Büro, Wasser holen. Auf in die fünfte Etage. Da. Kann ich hier nicht nochmal durchsuchen? Wahrscheinlich nicht, ne? Dieser Wassertank ist leer. Oh nein, habe ich jetzt alles Wasser ausgetrunken? Oh, ich hält, ey. Das ist jetzt ein großes Problem. Okay, ich habe das Buch. Wir gehen zu Sintra. Sintra? Wo bist du? Oh, guck mal, wir können ja Licht an. Da ist sie. Hey. Hier ist das Buch. Sie haben den Hexenhammer benutzt. Exzellente Arbeit, Herr Pesternek. Nein, nein, kein Herr Pesternek mehr. Ist etwas nicht in Ordnung? Schau, Sintra. Ich sah mich gerade einer Art mechanisierten Spinnenwesen gegenüber, das Minen mit Augen nach mir warf. Und da war auch eine Mumie und nun, das hier ist nichts für mich. Ich passe mit nicht hierhin, hier nicht hin. Ich dachte, das würde ein normaler Bürojob sein. Papiere überprüfen und mittags mit Kollegen Kaffee trinken. Ich verstehe, wie Sie sich fühlen, Herr Pasternak. Wir wissen, dass dies keine einfache Aufgabe ist. Und Sie innerhalb des Unternehmens eine besondere Verantwortung haben. Im Namen von Sintra Corp möchte ich unser vollstes Vertrauen in Ihre Fähigkeiten zum Ausdruck bringen und hinzufügen, dass ich persönlich großes Potenzial in Ihnen sehe. Die Tatsache, dass Sie das Buch erhalten haben, beweist es nur. Ah, vielen Dank.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass Ihre Bemühungen in Sintracorp nicht übersehen werden. Als Belohnung für Ihre Arbeit erhalten Sie einen Bonus von 1000 Credits, den ich auf Ihrem Konto vermerke. Sie haben 1000 Credits erhalten, also kann ich mich heilen. Wenn Sie möchten, lassen Sie uns einen Blick auf den Inhalt dieses Buches werfen. Oh ja, bitte. Aha, interessant. Lesen abgeschlossen. Dies ist ein Buch aus dem 15. Jahrhundert, das zur Identifizierung und Jagd von Hexen erstellt wurde. Da sich seither die Sprache geändert hat, werde ich Ihnen die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Ein Haus. Erstens, wo man die Hexe findet. Hexen wählen für ihre Verstecke Orte aus, die eine tiefe Bedeutung für oder feste Bindung an ihr Leben besitzen. Obwohl ihre Verstecke oft außerhalb städtischer Zentren befinden, dringen sie aufgrund ihrer menschlichen Erscheinung als Teil der Bevölkerung in die umliegenden Gemeinden ein. Das Aussehen, ne? Zweitens, wie man eine Hexe erkennt. Hexen sind Frauen, die einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben. Sie verzaubern und manipulieren Männer, stehlen Babys, um sie als ihre eigenen Kinder großzuziehen, und fliegen mit Hilfe ihres Besens. Obwohl sie den größten Teil ihrer Existenz alleine verbringen, haben sie normalerweise mehrere Akolyten oder Anhänger. Unter ihnen befinden sich die sogenannten dienstbaren Geister, Tiergefährten, die ihre Befehle ausführen. Jede Frau kann eine Hexe sein. Da eine ihrer Kräfte die Transmigration ist, die Fähigkeit, Körper mit einer anderen Person zu tauschen. Okay. Wie man sie tötet? Und zum Schluss, wie man eine Hexe tötet. Obgleich Feuer die effektivste Methode ist, um die Mehrheit an Hexen auszurotten, gab es im Laufe der Geschichte Legenden über außergewöhnlich mächtige Hexen, die sich als unempfindlich gegenüber Flammen erwiesen haben. Laut meinen Aufzeichnungen wurde unsere Hexe vor einigen Jahrzehnten lebendig verbrannt. Oh oh. Ihr Fluch hat sich jedoch im gesamten Unternehmen weiterverbreitet. Demzufolge besteht die einzige Möglichkeit, die mächtigsten Hexen endgültig zu vernichten, darin, ihnen den Kopf mit einem speziellen rituellen Dolch, genannt Atame, abzuschneiden. Diese mächtige Waffe kann auch abschreckend wirken. Das klingt alles nach einem Märchen. Was meinen Sie? Nun, jeder weiß, dass es keine Hexen gibt, und wenn es sie wirklich gäbe, glaube ich nicht, dass sie auf einem Besen fliegen würde. Das wäre viel zu unbequem. Ich meine, ihr wollt, dass ich Frauen im ganzen Unternehmen befrage und mit einem Messer ersteche? Ich bin mir ziemlich sicher, dass dadurch auch Menschen sterben, die keine Hexen sind. Es ist klar, dass in dieser Firma etwas Seltsames vor sich geht, aber ich bezweifle sehr, dass das Problem gelöst wird, indem man ein Buch von vor 500 Jahren als Leitfaden verwendet. Sehen Sie nicht, dass etwas nicht in all das passt? Also, es tut mir leid, ich werde mein Leben nicht noch einmal dafür aufs Spiel setzen. Ich gehe einfach in mein Büro und sitze auf meinem Stuhl, ohne jemanden zu stören. Sie sitzen gerade jetzt in Ihrem Büro. What the fuck? Oh, das Pferd. Was war das? Ein geplantes Ereignis findet statt. Verlassen Sie die Sitzung so schnell wie möglich. Okay. Ach ja, ich muss in den Besprechungsraum. Brian, denke daran, niemanden deine eigentliche Arbeit preiszugeben. Warte, hast du mich gerade Brian genannt? Okay. Alter, Oberst Dumont. Sie, was tun Sie hier noch? Ich. Oh mon Dieu, bewegen Sie einen Arsch in den Besprechungsraum. What the fuck? Kommt schon. Kommt schon. Was seid ihr? Wir sind die Niedrigsten der Niedrigen. Ich bezweifle es. Was seid ihr? Wir sind Müll. Der Arsch meines Pferdes riecht besser als ihr. Ihr seid scheiße, aber was sollt ihr sein? Die Besten. Was? Die Besten der Besten. Und wie werdet ihr das erreichen? Mit unserer Arbeit. Ich will eure schmutzige Arbeit nicht. Was habt ihr noch? Unser Blut. Mal sehen, Herr Hugo, treten Sie vor. Hugo, was sind Sie? Ich bin der Niedrigste der Niedrigen. Nun, ich wusste nicht, dass der Niedrigste nach Abwasser stinkt, weil ich Müll bin.
Das beschreibt sie besser, aber was sollten sie sein? Die Besten. Was? Die Besten der Besten. Ich verstehe. Und wie wollen Sie das erreichen? Mit meiner Arbeit. Aber Sie sind faul, Herr Hugo. Was haben Sie noch? Mit meinem Blut. Sehr gut, sehr gut. Sie können zu Ihrem Platz zurückkehren. Okay. Heute möchte ich über etwas sehr Wichtiges sprechen. Ein Tabu, das Sie alle kennen. Ich möchte über die Hexe sprechen. Die Hexe ist unter uns, Gefährten, und hat die Form einer Frau. Ich betrachte mich nicht als Hexisten. Genau. Aber es ist eine Tatsache. Es kann die Dame sein, mit der Sie im Aufzug über das Wetter sprechen. Das Mädchen, mit dem Sie Kaffee trinken, der Sie einen Stift leihen oder der Sie einen Fax senden. In dreifacher Ausfertigung. Aber Oberst, jeder weiß doch, dass es keine Hexen gibt. Oh ja, lassen Sie mich Ihnen etwas erzählen, was mir vor ein paar Wochen passiert ist. Dada und ich waren in der Kantine, unterhielten uns mit anderen Kollegen und hatten einen Imbiss. Es waren unsere wohlverdienten 15 Minuten Pause, als ich merkte, Sacre bleu, es war mehr als eine halbe Stunde vergangen, seit wir heruntergekommen waren. Wir mussten so schnell wie möglich zu unserer Arbeit zurückkehren. Sie bezahlen uns nicht dafür, Kaffee zu trinken. Wir gingen alle zum Aufzug und drückten mehrmals auf den Knopf in der Hoffnung, dass diese Dämonenmaschine schneller kommen würde. Der Aufzug kletterte im Schneckentempo zu unserer Etage und kurz bevor sich die Türen wieder öffneten, quelle malchance, blockierter Aufzug. Wir drückten den Knopf so fest wir konnten, aber die Türen öffneten sich nicht. Ich versuchte vergeblich, sie alle zu beruhigen. Diese Rückschläge sind normal. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er wieder funktionieren würde. Aber die Wahrheit war, dass ich es nicht schaffte. Mein Wunsch, dort herauszukommen und mein Ziel zu erreichen, wuchs mit jeder Sekunde exponentiell. Und nicht nur ich. Ich konnte sehen, wie Dada die gleiche Not litt. Etwas lief mir den Rücken herunter. Rücken hoch. Doch die seidigen Lippen einer Frau küssten mich auf die Wange. Und im selben Moment... Okay. ...ging das Licht aus. Ohne Licht brach das pure Chaos unter den Leuten aus. Alle fingen an zu schreien und zu den Türen zu drängen, um hinauszukommen. Und dann hörten wir ein Geräusch. Okay. Wie eine Klinge, die durch einen Augapfel schneidet. Dieses scharfe Geräusch durchlief mein gesamtes Nervensystem. In diesem Moment wussten wir alle, dass der Tod gekommen war, uns zu holen. Dass sie, die Hexe, unter uns war. Ich begann, um mich herum die Schmerzschreie meiner Kollegen zu hören. Das war ein Schlachthaus. Ich konnte nicht glauben, dass mir das passierte. Mon Dieu, pourquoi? Rief ich. Dann geschah ein Wunder. Die Türen öffneten sich und ließen das Himmelslicht meines Stockwerks herein. Dies veranlasste Dada aus der Trance aufzuwachen und wie ein unbewusster Funke einen großen Sprung aus dem Aufzug zu machen, um diesen Albtraum zu entkommen. Ein großer Seufzer der Erleichterung kam aus unseren Lungen. Wir waren in Sicherheit. Aber kurz bevor sich die Türen schlossen und das ganze Massaker verdeckten, zischten mir diese eisigen Lippen wieder über meinen Nacken. Diesmal hin zu meinen Ohren. Und sie flüsterte mir drei Worte zu. Drei Wörter, an denen ich mich mein ganzes Leben erinnern werde. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Was sagte sie zu mir? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich hoffe, sie lernen nicht in der Kantine herumzugammeln, sonst wissen sie ja, was sie erwartet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ihr seid heute in guter Form. Mal sehen, ich denke, wir haben einen neuen Rekruten. Ja, Sie, wie heißen Sie, Junge? Hallo, mein Name ist Pasternak. Junge, sehen Sie dieses Pferd? Oh ja, ich sehe dieses Pferd und ich bin immer noch erstaunt, dass es hier steht. Oh. Ja, natürlich. Sein Name ist Dada und er ersetzt all meine männliche Ohnmacht. Ich muss nichts beweisen, wenn ich auf ihm sitze. Ich bin ein überlegenes Wesen. Ich bin Karl der Große. Aber Sie sind da unten. Sie sind ein Niemand. Wenn Sie sich nicht bemerkbar machen, wenn Sie nicht aufrecht stehen und sich nicht in die Brust werfen und schreien wie ein Mann, der einen Mammut jagt, wenn Sie nicht... Schauen Sie, kommen Sie her in die Mitte. Oh nein. Lassen Sie die Aktentasche. Sie müssen sie nicht hier
Sie müssen sich nicht hinter Schilden verstecken. Um Himmels Willen, seien Sie ein Mann. Nun. Nun? Ihr Name. Ah ja, mein Name ist Pasternak. Pasternak, wussten Sie, dass Ihr Nachname jüdisch-europäischer Herkunft ist? Nein. Er bedeutet weiße Rübe. Von diesem Moment an ist dies Ihr neuer Name. Weiße Rübe. Mein Junge, es ist offensichtlich, dass Sie Motivation brauchen. Nein, nein, ich bin super motiviert. Mit jedem Fehler verlieren Sie 200 Credits. Was? Was? Weiße Rübe, was sind Sie? Ich bin der Niedrigste der Niedrigen. Igitt, mein Pferd kann Ihren Gestank nicht ertragen. Ich bin Müll. Aber was sollten Sie sein? Der Beste. Was? Ich habe Sie nicht richtig verstanden. Der Beste der Besten. Und wie wollen Sie das erreichen? Mit meinem Blut? Nee, mit meiner Arbeit. Das ist nicht genug, weiße Rübe. Was haben Sie noch? Mein Blut. Gut, gut, gut. Da Sie neu sind, gebe ich Ihnen eine motivierende Einführungsaufgabe. Das müssen Sie nicht wirklich. Das müssen Sie wirklich nicht. Es ist schon gut. Ich tue Ihnen einen Gefallen. Es ist klar, dass Sie einen kleinen Anschluss brauchen. Was könnte es denn sein? Lassen Sie Dana wählen, Oberst. So wie früher. Was für eine großartige Idee. Dada soll entscheiden. Okay. Mal sehen, Dada. Welche motivierende Aufgabe können wir der weißen Rübe geben? Oh, was für eine großartige Idee. Ist das euer Ernst? Sacrebleu. Dada war wohlwollend und hat Ihnen eine leichte Aufgabe gestellt. Pasternak, Sie müssen im Büro einen Freund finden. Aber in welchem Büro? Es gibt viele im Gebäude. Oberst, ich glaube, ich habe gehört, dass es jemand aus dem vierten Stock sein muss. Dem Bienenstock. Okay. Herrlich, auf diese Weise werden Synergien zwischen den Etagen erzeugt. Dada, mein Freund, du bist ein Genie. Ist es Ihnen klar, weiße Rübe? Ich muss im Bienenstock einen Freund finden. Perfekt. Damit ist die Motivationssitzung für heute beendet. Nun zurück an die Arbeit. Wow. Einfach nur wow. Weiße Rübe. Meine Aktentasche, bitte gib sie mir. Bitte gib sie mir. Hier. Sie haben Ihre Aktentasche im Besprechungsraum vergessen. Sie haben Ihre Aktentasche erhalten. Ah, oh, danke, ich bin immer noch ein bisschen verärgert über alles, was gerade passiert ist. Hahaha, das ist normal. Das Beste ist, man spielt einfach mit, man gewöhnt sich daran. Und zum Glück habe ich den Trick mit dem Pferd gemacht. Der Oberst ist verrückt wie ein Hutmacher, wer weiß, wohin er sie geschickt hätte. Außerdem ist die Personalabteilung im Bienenstock, wenn sie dort einen Freund finden, erhöht es vielleicht ihr Gehalt oder sie können sogar ihre Stelle wechseln. Nun, wir sehen uns. Okay. Ich bin nun äußerst verwirrt. Äußerst verwirrt. Ich hoffe, ihr seid nicht so verwirrt, denn ich beende die Folge für heute. Wenn sie euch gefallen hat, bewertet doch mein Video, lasst mir auch gerne einen Kommentar da und denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine neue Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal.